Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro the Dragon. Wir haben jetzt mittlerweile 62% und hier müssen wir noch 3 Level, so wie es aussieht. Ja, 3 Stück, inklusive Endgegner, müssen wir jetzt hier noch in dieser Welt schaffen. In dieser berühmt-berüchtigten 5. Welt. Warum die berühmt-berüchtigt ist, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall wieder Lust auf das Spiel. Das ist jetzt der 4. Tag in Folge, wo ich das Spiel aufnehme. Ah, das werden echt Erinnerungen an früher, wa? Wo ich damals Crash Bandicoot und sowas aufgenommen habe. Oh mein Gott. Okay, erstmal die nächste. Hier. Okay, das haben wir schon gemacht. Gut. Ah, die Sonne, die reflektiert ein bisschen beim Fernseher. Das ist nicht gut. Uai. Stirb. So. Nein! Nein, ich treffe den einfach nicht. So. Erstmal wieder das Spiel einführen, natürlich. Misty Bock. Ab zu Misty Bock. Zu Level Misty Bock. Keine Juwelen gefunden. Und unser Juwelenbestand liegt bei 6500. Bam, bam, bam. Ich weiß nicht, wie viele es gibt. So 10.000 wären eigentlich gut. So, okay. Schauen wir doch mal. Da habe ich auf jeden Fall schon was gesehen. Hier ist so. Ach so. Hä? Ich verstehe es nicht. Hat es irgendeinen Sinn gehabt? Keine Ahnung. So, erstmal gucken, wie viel gibt es denn hier? 500 Stück. Ich kriege doch die Krise. Ach, ich wollte heute eigentlich die Welt beenden, aber bei 500 Stück sehe ich da ein bisschen schwarz. Stirb. 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 Irgendwelche komischen Hasenrüben mit Hasenzähnen. Lustige Gegner. Okay. Gut, da sieht so aus, als wäre da nichts mehr. Was sind das denn für Gegner? Sind das Gegner oder sind das hier die, die mir hier jetzt Libellenkraft verleihen? Ich glaube nicht, oder? Gucken wir erstmal hier. Ist hier noch irgendwas? Hallo? Nö. Okay. Gehen wir weiter. Stirb! Okay, das sind Gegner. Das ist. Hallo? Das sind. Ach, das sollen Frösche sein. Okay. So. Also bisher gibt es hier schon recht viele Edelsteine und das ist gut so. Und noch ein Leben. Mein Gott, ey, ich werde heute richtig verwöhnt von dem Spiel. Meine Fresse. So. Mein Edelstein. Und jetzt diese beiden lustigen Metalldinger hier kaputt machen. Ja, wir befinden uns ja, glaube ich, mittlerweile schon in der 4. Welt. Und haben schon mehr als die Hälfte des Spiels erfüllt. Ich bin stolz drauf. Ja, doch, doch. Stirb! Stirb! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo ist es? Scheiße! Ich wusste es. Ich wäre nicht direkt tot, oder? Komm, kämpf dich raus, Spyro. So, jetzt brenn, du Sau. Okay. Ich habe einen leichten Frosch im Hals. Das liegt an der Allergie. Ich habe so viele Pollen jetzt in der Fresse. Das ist nicht schön. Die ganzen Atemwege... Totalzug ist beämmt mit Pollen. Und der erste Drache gehört uns. Roscoe. Pass auf die Killerfrösche auf. Die machen dich sonst kalt. Killer? Frösche? Dabei war das hier früher so ein netter Sumpf. Musst du so scheiße sprechen? Egal. Wo geht's denn jetzt? Wir haben jetzt die Auswahl, da lang zu gehen oder erstmal hier. Ich glaube, ich gehe auch erstmal hier. Oh, das ist ein fettes Schwein. Stirb, du fettes Schwein! So. Wow, ja, ja. Hallo. Ich hab den doch. Mein Gott. Ich muss gerade den Winkel meines. Meine Position ändern, damit ich auch was sehe, weil die Sonneneinstrahlung ist echt unvorteilhaft. Okay. So, dann gehen wir jetzt den anderen Weg. Oh, ich hab gerade ein bisschen Magenkrämpfe. Nicht schön, nicht schön. Ja. Oh, da kann ich einfach durchrennen. Bom, bom. Scheiße, ein verpasst. Egal. Ah, da ist noch einer. So. Stirb. Stirb. Okay. Jetzt kommt der letzte dran. Du Sau, du. Okay. Da hatte ich gerade aber noch irgendwas gesehen. Da. Kommen wir da hin? Scheiße. Ich vermute ja, aber wenn nicht, dann bin ich tot. So. Okay, die Falle können wir zerstören, bringt leider keinen Edelstein. Das ist natürlich schade. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ich vergehe, ich hab's jetzt sowieso schon wieder verpeilt, wo ich jetzt überall war und wo noch nicht. Okay, hui, 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 hui. Die haben eine ganz schöne Reichweite mit ihrer Kackzunge. Das ist nicht leicht. Da ist nix, gut. Oder? Ah, gucken wir gleich nochmal genauer hin. Ah, da hab ich schon wieder einen Frosch da hinten gesehen. Wir haben gleich schon die Hälfte, wow. Okay, sehr gut. Wow, 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 was geht denn hier ab? Hallo? Seid ihr besch... Oh,
Nein, ich bin tot. Och nö. Jetzt fange ich da hinten bei dem einen Drachen dran an, den ich gerettet habe. Hier, genau. Oh, ist doch scheiße. Ja. Stirb, 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 stirb. Stirb, stirb, hab ich gesagt. Gut, dann gehen wir erstmal hier die Sachen holen. Da muss man irgendwie runterfallen, so wie es aussieht. Mal gucken, wo mich das dann hinführt. Da hinten ist auch noch was. Ach du heilige Scheiße. Ach, schön. Da habe ich doch einen Gegner gesehen. Ah. Lass mich in Ruhe. So, jetzt haben wir die Hälfte der Edelsteine hier in diesem Level. Wunderbärchen, Wunderbärchen. Die kann ich, glaube ich, nicht so... Nein, kann ich nicht. Irgendwie doch. Aber auch nur halb. Keine Ahnung, ich verstehe es gerade nicht. Ist auch egal. Den kann ich auf jeden Fall nicht mit Feuer töten. Aber ich muss den auch mal treffen. So, geht doch. Wobei, vielleicht kann man ihn von hinten mit Feuer bekämpfen, aber... Weiß ich jetzt nicht. Man muss Feuer mit Feuer bekämpfen. Bla bla bla, Sprichwörter. So, Drache Nummer 2. Sieg. Oder so. Danke, dass du mich befreit hast. Kurz und schmerzlos. Ich habe mir gerade einen Schluck Malzbier gegönnt. Ich stehe auf Malzbier. Was? Wie unfair. Bitteschön, ist das denn? Wo soll ich das denn wissen, dass da so ein Kackschwein hinterherkommt? Deswegen wahrscheinlich auch der Name Misty Bock. Ich glaube Bock oder Hock oder so. Ist irgendwas mit Schwein auf jeden Fall. Okay, gehen wir jetzt mal hier gucken. Vielleicht ist hier noch irgendetwas. Nein, es ist nicht so. Oh, du Fuckschwein, ey. Die kommen aber so hyperaktiv angerannt, das ist unglaublich. Ich hab Angst. Schwein! Oh Mann! Ich hab gedacht, ich krieg das jetzt hin, aber scheinbar doch nicht. Ich hab schon wieder keine Libelle mehr. Ich darf eigentlich nur nicht zu schnell sein. Also wenn ich jetzt hier lang gehe, dann kommt das jetzt auf mich zu ran, ich kann es abfackeln. Sehr schön. Riecht lecker nach Schweinefleisch. Oh, jetzt sammle ich den Kackedelstein ein. Das ist wirklich eigentlich der einzige Grund, warum ich immer. Wow. Warum ich immer so eine Libelle haben will, weil die Edelsteine für mich einsammeln. Da muss ich nicht immer genau da drüber laufen. Wir haben jetzt echt schon einen Großteil. Wow. Finde ich gut, finde ich gut. Gefällt mir. Also so ein paar größere wären trotzdem nicht schlecht. So mal so ein 25er. So. Am besten noch so 5, 6 Stück. Hier war da bestimmt auch noch irgendwie. Ja, wusste ich es doch. Bumm. Uah, gibt es hier Eier? Nein, sehr gut. Ach, wir haben ja schon alle Eier, stimmt. So. Bubba. Bubba, Bubba. Ich werde dir sagen, was du mit diesen Viechern machst. Zerquetsch sie, Spyro. Zerstampf sie und zerquetsch sie und zermatsch sie. Warum stoße ich sie nicht einfach um und fackel sie ab? Schließlich sind wir Drachen. Gute Frage, gute Frage. So, gut. Wo waren wir jetzt noch nicht? Nach Hause wollen wir... Oh, da oben. Okay. Das wird... Ah, ich wollte gerade sagen, das wird jetzt tricky. Aber ich habe schon so eine Vermutung, wie wir da hinkommen. Und zwar müssen wir von hier aus da drauf springen. Uaiaiai, okay. Und von da aus jetzt dahin. Gegen die Stufe, okay. Jetzt können wir hier hochklettern. Ist das nicht schön? Ich habe immer noch keine Libelle. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Gegner. Nein. Ich bin so gottverdammt vorsichtig, damit ich da nicht runterfall. Oh, oh, da hat sich noch einer versteckt. Okay. Oh, okay. So, von hier aus kommen wir doch eigentlich irgendwo bestimmt hin, wo wir noch nicht waren. Ah, da habe ich auch schon was gesehen. Und zwar dort. Nobody. Oh, war das knapp. Nein! Nein, nein, warum nur, warum? Ah. Eben wird meine Stimme heute verdammt laut aufgenommen. Ich weiß nicht... Wobei, ich habe die Aufnahme schon ein bisschen lauter gestellt, weil meine Stimme sonst... Ich musste sie immer hinterher beim... Uaiaiai, beim Rendern immer ein bisschen erhöhen, die Lautstärke der Stimme. Jetzt wird die von vornherein schon relativ laut aufgenommen. Ich hoffe mal nicht, dass es irgendwie störend ist, weil ich kann sie sowieso wieder runterdrehen. Das ist jetzt nicht das Problem. Allerdings kommt es dann des Öfteren zur Übersteuerung. Ich hoffe mal nicht, dass das diesmal der Fall sein wird. Ja. Stopp, okay. Okay, und... und... Ich habe wieder eine Libelle. Ich muss nicht mehr alles... War ich hier schon? Ich weiß es nicht. Nein, nein. Boah, ich sehe gar nichts mehr. Okay. Hat eigentlich ganz gut geklappt. Ah, oh, stirb, stirb. Okay. Oh, nicht runterfallen, Freundchen. Nicht runterfallen. So, da ist da oben noch was. Einiges sogar. Ich hoffe mal, das ist nicht noch schön... Ja, so, sowas sehe ich doch gern. Ich weiß auf jeden Fall noch eine Stelle, wo ich auf jeden Fall noch mal hin muss.
Ich hoffe mal, da befinden sich dann die restlichen Edelsteine. Und das sind ja nicht mehr viele, 50 Stück oder was? Und hier aus sehe ich jetzt nichts Glitzerndes, irgendwie 47 Stück. Einfach mal da lang springen. Junge, ein bisschen rumrennen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. Also hatte ich die Wahl, links rumzugehen oder nach rechts irgendwie. War das hier? Okay, ich glaube hier war das, ja. Dürfte das. Ja, das war's. Sehr schön. Schön, okay. Okay. Jetzt tue ich die Frösche. Ja! Okay. Sehr schön. Okay, warum bin ich hier nochmal gestorben? Ich weiß nicht mehr. Nein! 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 Ich wollte nicht getroffen werden. So, fick dich, Alter. Okay. Das sieht eigentlich recht gut aus. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir jetzt hier gleich alle Edelsteine haben. Aber ich habe hier irgendwo einen übersehen, weil mir fehlen noch 21 Stück und das ist mir zu ungerade. Okay, jetzt fehlen nur 19 Stück. Oh, ich muss rübsen, oh mein Gott. Hallo, Damon. Danke, dass du mich befreit hast. Es scheint, dass ich hier gefangen war, seitdem ich so jung war wie du. Oh nein. Ach ja, ich weiß noch... Ich muss jetzt gehen. Nummer 54 wäre befreit. Okay. Ich weiß gar nicht, wie es hier mit dem 100% Ende ist. Gibt es hier eins oder ist das gleich dem nicht 100% Ende? Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt fang ich. Hör auf hier. Ja. Ich wollte gerade sagen, hör auch nicht auf zu zählen. Und wir haben hier alles. Oh, das ging ja eigentlich relativ fix. Dafür, dass es hier 500 Stück gab. So, bevor wir. Okay, wir sterben nicht. Das ist schön. Aber trotzdem, ich muss jetzt nicht unbedingt das Level durch den offiziellen Ausgang verlassen. Man kann es ja auch so verlassen. Nach Hause. Sehr gut. Ich freue mich wirklich. 7000 Edelsteine. Wäre cool, wenn man sich davon was kaufen könnte. Irgendwelche Fähigkeiten oder Verbesserungen oder so. Zum Beispiel einen weiteren Feuerstrahl oder was weiß ich. So ein Spyro mit Rollenspielelementen. Das wäre ein Traum. Hep. Ups, ey, ich bin gesprungen. Definitiv, sonst hätte ich nicht Hep gesagt. Treetops. Ne, da waren wir auch noch nicht. Zu Level Treetops. Das hört sich nach einem nicht so spaßigen Level an. Fuck. Und danach kommt noch der Endgegner. Schön, schön. Aber wir müssen erstmal danach erreichen. Oh nö, was ist das denn hier für ein Kack? Okay. Okay, gut. Die kann man scheinbar so vernichten. Ich höre direkt schon irgendwie so einen Sternenkreis. Aber wir gehen erstmal den offiziellen Weg. Hier gibt es ja natürlich bestimmt auch 500 Stück, oder? Jawohl. Wäre sonst langweilig. Stirb! Stirb! Okay, gut, gut. Hier kann man scheinbar aus dem Fenster irgendwie springen. Bringt das uns was? Sieht jetzt gerade nicht so aus. Gut. Uah, klein. Was? Hört auf, mich mit Bananen zu beschmeißen, ihr Schweine. Die Leute aus dem Osten würden einiges dafür geben. Also aus dem ehemaligen, ne? Also jetzt nicht hier. Ne? Ich fliege einfach mal darüber. Das bringt uns bestimmt irgendwas. Ja, und zwar ein Lebensverlust. Nein, doch nicht. Wir haben es geschafft. Und es war so gottverdammt klar. Das war so scheiße klar, Mann. Fuck you. Jetzt habe ich wieder total eine unstrukturierte Strategie hier für dieses Level. Bin einfach mal hingeflogen. Scheiße. Ey, pack deine Füße da weg. Ich habe schon wieder keine Libelle mehr. Aber dafür kriege ich ein Leben. Nee. Geh weg. So, stirb Nummer 1 und stirb Nummer... Fick dich! Nein. Ich habe doch keinen Drachen gerettet. Gut, dann können wir hier jetzt so anfangen, irgendwie. Gab's da... Warum ist da so ein grüner Dieb? Das finde ich irgendwie lustig. So, okay, ich... spring da einfach mal rein. Ich schätze mal, wir bringen uns wieder einfach nur nach oben. Jo, okay. Können wir hier runterfallen? Wow, mein Gott! So, irgendwas muss hier ja sein, sonst würden die das hier nicht so einbauen. Jung, okay. Ich vermute, wir kommen gleich an diese eine Kiste dran. An diese Metallkiste.